Hi, trinken solange es hell ist, heute mal wieder an einem Wochentag. Eigentlich komme ich fast immer am Wochentag. Oder? Wir machen das nie Wochenends. Gut, wir sollten es vielleicht mal irgendwann Wochenends machen. Dann müsste ich jetzt auch nicht so arg probieren, wenn ich das, ob die Kamera so stimmt. Hallo. Heute was Außergewöhnliches. Wir haben nur einen einzigen Wein und ein einziges Weingut aus Südbaden bei uns im Sortiment. Das hat einerseits logistische Gründe, andererseits lokalpatriotische Gründe, aber sei es drum. Wir haben das Weingut Heinemann bei uns drin mit dem normalen blauen Spätburgunder. Die nennen den blauer Spätburgunder. Wir haben der alte Reben drin. Also die Reben sind 30, 40 Jahre alt. Wirklich tolles Zeug. Aber was ich heute hier im Glas habe, Moment, ich muss sofort finden. Das ist wirklich tolles Zeug, weil das nicht ganz gewöhnlich ist. Also es ist nicht so dieser Spätburgunder, wie man hier kennt, mit viel Säureansatz und total rostrot. Nein, ihr könnt jetzt auch schon hier sehen, das, was ich hier im Glas habe, das hier ist auch ein Spätburgunder aus diesem Haus. Der steht jetzt schon eine Weile hier im Glas. Ich habe vorhin einen kleinen Schluck probiert, ich gebe es zu. Denn das hier ist der Spätburgunder. Scherzinger Batzenberg, Selektion SR Reserve, das heißt ein Barrique-Ausbau. Der Wein liegt so irgendwo zwischen 25 und 30 Euro, aber der braucht Luft. Und was ich jetzt hier im Glas habe, ist ein Burgunder der Extraklasse. Absolut geiler Pinot Noir, vom Feinsten. Erinnert auch so ein bisschen an die Südtiroler und an die aus dem Burgund. Und das merkt man schon in der Nase. In der Nase ist es schon eine absolute Naturgewalt. Und wenn ich dann in die. Ich den die Kiemen reinnehme, habe ich eine derart breite, milde Süße. Und nicht so dieses was die meisten ja total abschreckt. Die haben ja gerne diese breiten italienischen Rotweine. Ja? Und man hätte ja auch gern ein bisschen mehr Zucker, obwohl man eigentlich trockene Weine ganz behauptet zu mögen, aber man hätte gern trotzdem 10 Gramm Restzucker drin. Nee, das hier ist ein furztrockener, wahnsinnig süßer, breiter Wein. Brombeer, Kirsch, ich habe eine leichte Zitronenmelisse noch in der Nase. Die kommt dann auch als Thymian-Variante so ein bisschen auf der Zunge. Ganz sanfter Holzansatz, wahnsinnig elegant. Tolle eingebundene Tannine. Und je länger ich den stehen lasse, alle 10 Minuten wird der besser. Das ist ein richtig geiler Wein. Natascha freut sich auch schon dran. Und der ist so trinkig. Also der ist so, ich will mehr davon. Versteht ihr, was ich meine? Genau. Deswegen noch ist das Licht an. Die Flasche hat auch noch was drin. Jungs und Mädels, ich kann es nur empfehlen. Also auch der einfache Spätburgunder vom Weingut Heinemann, den kann ich auch nur empfehlen. Aber der ist ein absoluter Kracher. Spätburgunder 2013, Scherzinger Battenberg, Selektion SR Reserve. Ganz, ganz tolles Zeug. Ich zeige es gerne nochmal. Das ist das Glas. Ich würde es euch gerne mal ins Licht halten. Das ist pechschwarz. Das ist schwarz wie ein Tintentropfen. Da geht nicht mal Danilo Daola dran. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, bis bald.